Moin. Vielen Dank für die Intro. Ich bin Thomas. Ich habe neulich einen alten Freund wieder getroffen und das fand ich immer so toll. Der hat eine Visitenkarte, wo nur sein Name drauf stand. Und irgendwann haben ihn immer Leute gefragt, ja, was machst du denn eigentlich? Was natürlich immer ein schöner Gesprächsopener ist. Nach vielen, vielen Jahren, ich habe ihn neulich wieder getroffen, hat er auch jetzt beschlossen, einen Titel auf seine Visitenkarte zu schreiben. Und das fand ich sehr schön, Spezialist. Deswegen dachte ich, kopiere ich das eiskalt. Natürlich hat er mich jetzt schon verraten, also ich beschäftige mich halt schon relativ lange mit Technologien, deswegen wird es auch ein bisschen um Technik diesmal gehen. Das Schöne ist aber, dass ich neben meinem Job, mich um Technik zu kümmern, auch relativ viel reise, um nicht zu gucken, was nur in Deutschland mit Technik gemacht wird, sondern in den USA und in anderen Ländern. Ich war in den letzten 12 Monaten, 6 Monate nicht in Deutschland, war in vielen anderen, viel USA natürlich, aber auch Australien, Neuseeland, Japan, Südafrika und ähnliches. Und wenn Sie mir schon nicht glauben, dass ich Spezialist bin, habe ich wenigstens viele Spezialisten getroffen. Und die sehen das relativ ähnlich wie ich, was ich Ihnen jetzt erzählen werde. Vielleicht gibt es dem Ganzen etwas mehr Glaubwürdigkeit. Das Thema war Deploy Early. Und Deploy ist ja nun schon ein schöner technischer Begriff. Ich verspreche, aber es wird nicht zu technisch in dem Vortrag. Dabei geht es ja darum, möglichst früh Ergebnisse aufs Web zu bringen. Dabei gibt es jetzt nur verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das umfasst auch verschiedene Bereiche. Wenn man es ein bisschen globaler betrachtet, muss man erstmal feststellen, dass sich halt die Websites von heute halt gewandelt haben. Das hat sicherlich jeder schon mitgekriegt. Früher hatten wir einfach mehr so statische Kataloge und Informationen. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Wenn ich mir die Projekte, die alle unsere Kunden machen, anschaue, dann gibt es dort einfach unfassbar viele dynamische Funktionalitäten. Webseiten sind heutzutage eigentlich mehr Applikationen geworden. Das bedeutet, wir haben den Flughafen Nürnberg als Kunden, wo man online seinen Parkplatz reservieren kann, über die Website seine Kreditkartendaten eingibt und persönlich an der Schranke mit Namen begrüßt wird. Wir haben Versicherungen, wo man sich seine individuellen Pakete zusammenstellen, anfordern kann und so weiter und so fort. Wir haben Kunden, wie mein Kollege Herr Völker schon gesagt, wo man sich ein Bier nach Hause bestellen kann. Also Webseiten sind eben heutzutage nicht mehr andere Webseiten, sondern Webseiten sind Applikationen, die sind in die Geschäftsprozesse integriert und vor allem werden sie ständig weiterentwickelt und deswegen auch das Motto Deploy Early und deswegen auch echt das ganze Thema Relaunch. Das führt nun dazu, dass es höhere Anforderungen an die Website gibt im Gegensatz zu früher. Zunächst erstmal die Geschwindigkeit, das hat zwei Aspekte. Erstens, man möchte natürlich, dass die Projekte nicht exorbitant lange dauern, aber auch tatsächlich an die reale Geschwindigkeit der Website. Wir hatten gerade von unseren beiden SEO-Experten bereits gehört, dass Geschwindigkeit ein Ranking-Faktor ist. Es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, dass Leute das erkennen. Also es gibt ja den Usability-Experten Jakob Nielsen, das ist so einer der Grand Old Boys des Internet gewissermaßen. Der hat schon, glaube ich, 2000 festgestellt, dass pro Sekunde längere Ladezeit einer Website die Conversion Rate um ca. 5-10% runtergeht. Also jetzt hat es Google 16 Jahre später auch eingebaut. Gut, Geschwindigkeit ist also wichtig, unsere Website muss schnell da sein. Funktionalität, klar, rein einfach nur Start und Content präsentieren reicht nicht mehr, da muss mehr kommen. Wir haben Aspekte wie die Verfügbarkeit. Es fällt halt inzwischen auf, wenn eine Website nicht da ist. Man schafft es da doch relativ gut in die Medien. Wir erinnern uns alle an den wunderbaren Ausfall von Focus Online und Spiegel Online, der vor einiger Zeit durch die Medien ging wegen eines Stromausfalls. Da kann man sich nur fragen, was war denn da los? Also, dass das in 2016 noch passiert, ist erstaunlich. Offensichtlich war da die Technik also nicht im Griff. Das Gleiche gilt aber auch für Aspekte wie Skalierbarkeit. Wir hatten es gerade schon gehört, der Relaunch kommt, der Crawler kommt, danach kommt 500, die Seite ist nicht verfügbar im SEO-Vortrag. Auch das sind Aspekte, die passieren. Wir haben saisonales Geschäft bei E-Commerce-Systemen. Wir haben, um beim Beispiel Flughäfen zu bleiben, Dinge wie Fluglotsenstreiks und ähnliches, wo plötzlich 50 Mal so viel Zugriffe auf die Website erfolgen, wie das sonst der Fall ist. Kann man sich natürlich überlegen, man möchte natürlich nicht 50 mal so viele Server sich hinstellen, bloß für den einen Tag, wo die Fluglotsen streiken. Also da gibt es eine ganze Reihe von Anforderungen. Sicherheit, ich denke, den LinkedIn-Leak hat sozusagen jeder mitbekommen und ähnliches und täglich werden uns Sicherheitsprobleme um die Ohren geschlagen. Das Thema muss man inzwischen ernst nehmen im Netz. Dazu gibt es natürlich Aspekte wie die Agilität, wie kann ich dann auch mit den schnell sich ändernden technischen Anforderungen einhergehen. Browser ändern sich, mobile Endgeräte ändern sich, neue Möglichkeiten kommen und last but not least soll das Ganze auch noch bezahlbar bleiben.
Die einzige Antwort, die es darauf gibt, und die ist eigentlich im Endeffekt nicht neu, die haben andere Branchen schon in vielen Jahren gefunden, ist im Endeffekt eigentlich den Vorfertigungsgrad zu erhöhen. Also es gibt schon einen Grund, warum der Autoschlüssel vom Ford Ka genauso aussieht wie der Autoschlüssel vom Jaguar. Das mag vielleicht dem Jaguar-Besitzer nicht so gefallen, aber es ist genau die gleiche Schlüssel und der wird noch nicht mal von Ford hergestellt, sondern von einem Drittzulieferer. Und das hat natürlich einen Grund, weil ein Auto ist viel zu komplex, anstatt dass das eine einzelne Firma alleine überhaupt beherrschen könnte. Und das gilt halt zunehmend auch für Websites. Also die Idee, dass man sich das alles selber zusammenbasteln kann, selber betreiben kann und alle Tools dafür selber baut, die ist natürlich illusorisch. Deswegen Vorfertigung erhöhen, und dazu habe ich vier Bereiche mal vom überhaupt, wie man da herangeht und wie man die Agilität und Deploy Early hinkriegen kann, herausgesucht. Das ist der Bereich des Projekts, also wie manage ich das Projekt, das will ich kurz anreißen. Dann das Projekt des, der Aspekt des Webdesigns, wo ich jetzt weniger auf ästhetische Aspekte, sondern mehr auf technische Aspekte eingehen möchte. Der Bereich der Entwicklung, wie baue ich das Ganze eigentlich, und natürlich auch vor allem den Bereich des Betriebs, wo ich ein bisschen den Fokus drauf legen möchte. Und wie Sie gleich merken werden, ist sozusagen eine der Schlüsseltechnologien dabei ganz klar die Cloud oder Cloud-basierte Technologien und Dienste. Ich will Ihnen einen kleinen Überblick geben, was es alles gibt, welche Möglichkeiten dort verwendet werden und warum man dort eigentlich heutzutage nicht mehr dran vorbeikommt. Fangen wir an mit dem Bereich Nummer 1, dem Projekt selbst. Wenn wir sagen, wir wollen möglichst früh Ergebnisse sehen und das soll auch alles möglichst gut miteinander greifen, möglichst gut miteinander funktionieren, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, wie man Projekte heutzutage gestalten kann, und das ist ein iterativer oder wie auch genannt wird, agiler Ansatz. Wer von Ihnen betreibt Webprojekte nach agilem oder iterativen Schema? Ja, gut, die sind gut, das andere ist nicht so gut. Es ist heutzutage nicht mehr möglich, sinnvoll Projekte zu machen. Das war eigentlich noch nie möglich, aber jetzt fällt es auf, wenn man nicht agile Vorgehensweisen benutzt. Die Menschheit hat es nur geschafft, auf dem Mond zu landen, weil die erste Mondlandung nach agilen Iterationen gemacht worden. Sonst wären wir wahrscheinlich erst in 2047 auf dem Mond gelandet. Vergessen Sie Anforderungskataloge, Pflichtenhefte und glauben Sie nicht, dass Sie innerhalb von einem Jahr intensiver Vorarbeit, die Sie übrigens ziemlich viel Geld kostet, oder zumindest Ihr Unternehmen, alles wissen und danach das Projekt einfach durchläuft. Da spricht alles dagegen, was es gibt. Es gibt tausende von Studien inzwischen. Alle Projekte gehen over budget. Die richtigen Features werden nicht implementiert. Und der einzige Weg, um das zu vermeiden, sind agile und iterative Vorgehensweisen. Da mag es verschiedene Geschmacksformen und Geschmacksrichtungen geben. Und für das ein oder andere Unternehmen passt das ein oder andere besser. Diese Frage kann man jetzt nicht global beantworten. Aber ohne diese Technologien geht es nicht. Schmeißen Sie Ihre Anforderungskataloge weg. Das bringt nichts. Es wird garantiert daneben gehen. Diese Vorgehensweise erfordert allerdings auch, dass man viel miteinander redet. Das ist zeitintensiv, das ist kommunikationsintensiv. Das heißt, man muss sich sehr häufig in solchen Räumen treffen und sich unterhalten. Es gibt aber Tools, mit denen man diese ganzen Vorgehensweise unterstützen kann. Und ich will einfach mal ein paar Tools vorstellen, die wir zum Beispiel bei uns nutzen oder die auch viele andere oder auch eigentlich weltweit alle Leute, die ich getroffen habe, nutzen. Eines der dabei wichtigsten Tools oder unverzichtbaren Tools ist Trello. Wer von Ihnen nutzt Trello? Ah, das wird schon besser. Sehr gut. Da waren sogar ein paar dabei, die nicht agil machen. Sehr gut. Also Trello ist ein wunderbares Tool, weil es unfassbar einfach ist und es ermöglicht es eigentlich, Boards aufzumachen. Das ist so ein Board hier, so eine Spalte gewissermaßen, in die man Karten schieben kann. Das ganze agile Prinzip basiert ja im Endeffekt auf solchen sogenannten Stories oder User Stories oder Anforderungspaketen, wie man es auch mal nennen will, wo man halt sagt, ich möchte diese und dieses Feature im Endeffekt realisiert haben. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie man das sehr schön und anschaulich grafisch visualisieren kann. Das heißt, Sie legen sich quasi den Verlauf der Entwicklung hier rein. Also es gibt sozusagen eine Liste von Dingen, die man potenziell tun könnte, das sogenannte Backlog. Danach gibt es Dinge, die vielleicht auch extern reingekommen sind, also Bugfixes, die gemacht werden müssen. Dann gibt es etwas, was momentan getan wird. Dann gibt es den sogenannten Review-Prozess, sprich, wo geschaut wird, was ist tatsächlich dann auch so gut, wie es entwickelt wurde. Sie ändern sich Deploy Early, also es gibt regelmäßige Deploys der neuen Funktionalitäten und Reviews und dann im Endeffekt das, was gemacht wurde. Ein wunderbares Tool, sollte sich anschauen, schön ist, so
sogar, es ist in den meisten Funktionen kostenlos. Wir könnten ohne das Tool gar nicht mehr arbeiten und eigentlich keine ernsthafte Technologiefirma, die ich in den letzten 6 Monaten getroffen habe. Sie können dann sozusagen für diese einzelnen Dinge dann Karten aufmachen, da können Sie wieder Dokumente verlinken, Checklisten drauf machen, Ansprechpartner und so weiter reintun. Das Tool ist unfassbar hilfreich. Es ist natürlich eine cloudbasierte Lösung und ich kann dringend empfehlen, sozusagen einen Blick auf Trello zu werfen. Was sehr schön mit Trello zusammenspielt, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen eh schon benutzen werden, ist im Endeffekt Google Docs. Denn es gibt natürlich Anforderungen, die sich nicht einfach in einer so einer kurzen Karte mit einem kurzen Text schreiben lassen, sondern da braucht man ein längeres Dokument, wo die Anforderungen überhaupt festgelegt werden, also quasi eine Art Mini-Spezifikation. Das ist auch völlig in Ordnung im agilen Sinne. Das machen wir auch so. Das ist zum Beispiel eine Kurzspezifikation für ein Feature, was wir mal gehört haben, in einem unserer Produkte. Was wir dort sehr intensiv nutzen, ist diese ganze Kommentar- und Diskussionsfunktion. Das ist eigentlich die große Power von Google Docs, wenn wir tatsächlich über Kollaborationen im Endeffekt reden, dass jemand einen Vorschlag machen kann, wie etwas implementiert werden soll und quasi live und online auch zeitversetzt entsprechend darüber diskutiert werden kann, ob die Implementation denn so in Ordnung ist und welche Anforderungen dort noch im Endeffekt fehlen. Funktioniert wunderbar zusammen mit Trello, lohnt sich auf jeden Fall, diese Kollaborationsmöglichkeit zu nutzen, gerade weil eben der agile Entwicklungsprozess sehr kommunikationsintensiv ist. Last but not least, eine Technologie, ohne die wir kaum mehr leben könnten, ist Chat. Das gibt es natürlich auch schon relativ lange. Ich erinnere mich, glaube ich, so 1996 zum ersten Mal im Netz gechattet habe, 1995, ist also eine ganze Weile her. Eins der dort führenden Tools, hatten wir auch schon mal kurz gehört, ist Slack. Slack ist quasi ein perfektes Gruppenkommunikationstool, was zum Beispiel bei uns dazu geführt hat, dass die Anzahl der monatlichen E-Mails, die ich intern erhalte, auf 0 reduziert ist. Also ich habe keine internen E-Mails mehr, dank Slack. Und auch das ist wunderbar integriert. Sie sehen das hier sozusagen für bestimmte Bereiche, also hier geht es um eine bestimmte Backend-Komponente, halt Live-Diskussionen haben, die hier sozusagen stattfinden. Und das Schöne, dass Slack auch eine quasi Integrationsplattform gleichzeitig ist, denn zum Beispiel, Sie sehen hier ganz oben, ist ein Fehler reingekommen von einer anderen Applikation, die ich später noch vorstellen werde. Das heißt, hier ist irgendein ein Fehler passiert und das taucht nicht in irgendwelchen obskuren E-Mails auf, sondern das wird sozusagen direkt in den Chat geleitet und die Leute können online darüber diskutieren und herausfinden, wie sie dieses Problem tatsächlich lösen wollen. Das heißt, also diese ganzen Dienste in einem Kommunikationstool oder einer Kommunikationsplattform zusammenzuführen, ist dort sehr wichtig. Das ist die Grundlage von allem. Wenn Sie sozusagen kein agiles Projektmanagement betreiben, dann wird das Ganze nicht funktionieren mit Deploy Early, mit schnellen Relaunches und mit erfolgreichen Relaunches. Gehen Sie eine agile Vorgehensweise an und schauen sich an, welche cloudbasierten Tools es dazu gibt, weil sonst bieten Sie sich irgendwann tot und das ist nicht schön. Und diese Tools unterstützen Sie dabei und schauen Sie sich an. Der nächste Aspekt, der dort reinkommt, ist dann das Design. Ich will, wie gesagt, bewusst nicht auf die ästhetischen Aspekte angehen, ob die Website jetzt grün oder blau ist, ist mir egal, aber auf die technischen Aspekte des Ganzen. Passenderweise sind wir inzwischen an einem Punkt, wo proprietäre Technologien wie Adobe Flash oder ähnliches weitestgehend ausgestorben sind, hoffentlich jedenfalls. Ich hoffe, keiner von Ihnen benutzt mehr Flash auf seiner Website. Sondern wir Technologien haben wie HTML5 und CSS3, was eigentlich so der momentane Goldstandard des Ganzen ist. Und was Sie damit vor allem erreichen können, nehmen an, dass es halt auf browserübergreifend funktioniert, ist eigentlich der Schlüssel zur Unterstützung von mobilen Endgeräten. Wir hatten es gerade schon ganz kurz im SEO-Vortrag angerissen gehört. Responsive Web Design, das ist der Schlüssel zu allem. Wer von Ihnen weiß, könnte mir jetzt definieren, was Responsive Web Design ist? Okay, na, weniger. Ich erkläre es Ihnen. Responsive Web Design basiert auf der Idee, dass Sie auf verschiedensten Endgeräten das gleiche Layout wiederverwenden können oder die gleichen Daten und sich aber optimiert auf das Gerät anschauen können. Schauen wir uns eine typische Website an. Das ist eine Website, wie sie meinetwegen auf dem großen Screen aussieht, mit Logo, Videos und so weiter und so fort. Und der Witz ist, dass dieses hier in sogenannte Grids eingeteilt ist, also sprich in Spalten. Wir sehen hier typischerweise sind es gewissermaßen 12. Wenn man sich das jetzt die gleiche Website auf einem kleineren Endgerät anschaut, zum Beispiel auf einem Tablet, dann sehen Sie, dass die Website noch nicht so unterschiedlich aussieht, weil diese Tablets halt inzwischen groß sind. Aber interessant wird es, wenn Sie sozusagen dieses Tablet dann drehen.
Sie sehen, dort verändert sich dann quasi der Aufbau der Website dynamisch zu dem, wie das Tablet gerade ausgerichtet ist. Und ganz interessant wird es dann, wenn Sie auf ein mobiles Endgerät gehen, dann werden diese jeweiligen Inhaltsblöcke wiederum anders aufgeteilt und entsprechend dargestellt, je nachdem, ob Sie dann gerade im Porträt- oder im Landscape-Modus sind. Das ist Responsive Web Design. Das hat den großen Vorteil, erstmal abgesehen davon, dass das für Google eins der wichtigen Ranking-Faktoren momentan ist, dass sie auch tatsächlich Leute mit einer mobilen Website nicht im Regen stehen lassen. Das heißt, mit einem mobilen Endgerät können sie sich diese Website angucken. Wenn Sie heute einen Relaunch machen und nicht Responsive Web Design verwenden, haben Sie es falsch gemacht. Also das ist definitiv die Grundlage und Basis einer jeden modernen Website. Es gibt keine Entschuldigung, nicht Responsive Web Design zu unterstützen. Es ist dann einfach falsch. Nicht schlecht, sondern falsch. Und es, wie gesagt, Sie werden bei Google dafür abgestraft und Ihre Nutzer werden einfach nicht auf die Seite kommen. So. Also wichtige Technologie. Das Schöne ist, es ist technisch möglich, das auf allen modernen Browsern zu unterstützen. Das nicht so Schöne ist, es ist nicht besonders einfach, das zu tun. Weil diese Technologien, die dahinter stecken, mit diesen ganzen HTML5 und CSS-Kram, ziemlich komplex sind. Und zwar so komplex, dass auch der Webdesigner ihrer Agentur garantiert nicht alle Seitenaspekte überblicken kann, wie sich dieses Design verhält, wenn Sie es auf einem Windows-Phone mit japanischen Schriftzeichen umdrehen. Das ist zu komplex, das kann man nicht verstehen. Das, natürlich kann man es verstehen, aber man muss sich damit sehr, sehr lange beschäftigen. Und der Witz ist aber, es gibt dafür vorgefertigte Frameworks, die einem helfen, das zu tun. Es gibt nicht nur eins, sondern es gibt mehrere. Das wahrscheinlich bekannteste heißt Bootstrap. Wer hat davon schon mal gehört? Twitter Bootstrap. Ja, sehr gut, da gehen schon mehr Hände hoch. Ganz toll. Bootstrap ist nicht bei weitem das Einzige. Es gibt noch andere. Foundation ist wahrscheinlich das zweitbekannteste und noch 3, 4, 5 andere. Was die aber de facto machen ist, die stellen ein Standardset von Basistechnologien bereit, wie man sein Webdesign gestaltet. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass es genau diese Einteilung in das Grid gibt, also sprich in 12 Spalten, wo man die Möglichkeit hat, je nach Orientierung des jeweiligen Endgerätes, diese Spalten dann weniger oder mehr werden zu lassen, die entsprechend umbrechen zu lassen, umfließen zu lassen. Also deren Motto ist sozusagen One Framework Every Device. Und dazu noch mit jeder Menge Features dabei. Also wenn Sie so diese typischen Dinge sehen auf Webseiten, also natürlich angefangen mit Dingen wie ein Videoplayer oder eine Grafikanzeige, aber auch solche Scroller, die quasi so durchgehen oder Listen, die man so aufklicken kann oder solche Tabs, die man anklicken kann, sich dann durch verschiedenen Content anschauen kann. Das sind alles fertige Basiselemente, die Bootstrap bereits mitliefert. Sie können das dann an Ihr eigenes Corporate Design anpassen, also wie gesagt, ob es grün oder blau ist, ist egal und welche Schrift da auch, das kann man entsprechend anpassen, aber das ist quasi die Basis und wenn Sie diese solche Basis nicht verwenden, werden Sie es nicht hinkriegen, dass Ihre Website auf allen Endgeräten gut aussieht. Deswegen ist es sehr wichtig, so eine Basistechnologie wie Twitter Bootstrap quasi drunter zu legen. Das ist also, wenn Sie schon eine Anforderung stellen an Ihr Projekt, dann müsste es sein, eine solche Technologie zu verwenden. Das Schöne ist sogar, dass es dafür verschiedene Themes gibt, wie das so schön genannt wird. Da gibt es sogar Websites, die Tausende, Zehntausende von solchen Themes anbieten. Da gibt es natürlich auch populäre und weniger populäre, wo halt so eine Website quasi schon mal vordefiniert ist. Da gibt es schon mal eine Idee, wie ein Blog aussieht oder wie eine About Us Page aussieht oder eine Kontaktseite oder ähnliches. Die Dinger sind nicht teuer, die kosten $20, $50, whatever. Es ist wirklich günstig und das ist eigentlich eine ganz schöne Basis, weil man auf Basis, wenn man auf Basis dessen sozusagen visuell besser versteht, wie würde denn eine solche Seite aussehen, das auch frühzeitig schon testen kann und sie dann anfangen kann, an die eigenen Anforderungen anzusprechen. Man muss nicht immer versuchen, das Rad selbst zu erfinden. Die Idee, ich habe meine Webseite, die ist komplett anders als alle anderen und das kann, muss komplett von Hand auf Custom gebaut werden, ist die Garantie dafür, dass es teuer wird und nachher nicht so gut funktioniert. Das heißt, schauen Sie sich an, gibt es vielleicht solche Themes, wo Sie, sei es nur aus Inspirationsgründen, aber wo Sie, die Sie auch tatsächlich real technisch nehmen können und lieber auf Ihre Bedürfnisse anpassen können, als das Rad von Null neu zu erfinden. Wir machen alle unsere Projekte so auf Basis dieser Themes und auf jeden Fall auf Basis von Twitter Bootstrap. Und es macht keinen Sinn, dort jedes Mal von Null zu beginnen, weil Sie dann sich mit so vielen technischen Begebenheiten beschäftigen müssen, ohne überhaupt irgendeine Nutzfunktion gebaut zu haben, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt aber auch, wenn wir uns jetzt, Sie erinnern sich an diese Animation, die ich Ihnen gezeigt habe, wie sich diese Content-Blöcke auf der Seite neu anordnen. Das hat natürlich aber auch technische Implikationen,
wie dann das Management dieser Inhalte sein muss. Weil wenn Sie jetzt so ein klassisches Content-Management-System haben, wo halt steht, naja, ich lege eine Seite an und die hat halt die Überschrift, den Textblock und das Bild, dann funktioniert dieses Verfahren logischerweise nicht. Sondern man muss dafür sorgen, dass man ein CMS hat, was eher komponentenbasiert arbeitet, wo Sie halt diese einzelnen Komponenten haben, die Sie eben auf der Seite haben, dann entsprechend rearrangieren können und nicht das Ganze quasi seitenbasiert betrachten, sondern Component oder wenn das auch Widget-basiert heutzutage, das ist so ein Wort, was sich dafür einbasiert hat, wo Sie dann eben zum Beispiel direkt What You See is What You Get-mäßig Texte auf der Seite bearbeiten können und Dinge dann eben in solchen Boxen hin und her schieben können, wie das hier mal sozusagen in dieser Animation gezeigt ist. Das ist halt auch wichtig, weil man sozusagen die notwendige Technologie nicht hat, dass auch ein normaler Redakteur das auch sinnvoll bearbeiten kann, dann bringt einem halt dieses ganze schöne Responsive Web Design halt auch herzlich wenig, außer man möchte die Inhalte nie wieder verändern. Das heißt also, Design ist ein wichtiger Punkt und wie gesagt, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, ob es grün ist, ob es blau ist, ob Sie viele Videos oder Grafiken haben. Das ist natürlich alles Ihre Entscheidung, das ist im Endeffekt eine ästhetische und eine Corporate Design Entscheidung. Aber es gibt einheitliche technische Standards, die Sie nehmen sollten und wenn Sie es nicht machen, wird es einfach nur teurer und schlechter. Und das wollen wir nicht. Deswegen nutzen Sie natürlich HTML5 CSS, aber es reicht nicht zu sagen, wir nutzen einfach diesen technischen Standard, sondern nutzen Sie vorgefertigte Frameworks wie Twitter Bootstrap. Die kosten nichts, die können Sie sich einfach for free runterladen. Probieren Sie aus, ob Sie vielleicht sogar mit einem Template weiterkommen, in dem das angepasst wird, anstatt komplett Ihre Website von Anfang an neu zu erfinden. Und dann überlegen Sie sich, kann denn auch mein Content-Management-System, womit ich diese Inhalte dann tatsächlich bearbeiten möchte, mit diesen technischen Anforderungen Schritt halten, weil einfach nur zu sagen, ich lege eine Seite an und die hat folgende vier Felder, reicht halt für solche modernen, komponentenbasierten Layouts dann eben nicht mehr aus. Wir haben jetzt bei Design vor allem über das Frontend gesprochen, also sprich, wie präsentiert sich es für den eigentlichen Website-Besucher und für den Redakteur. Neben dem Frontend gibt es natürlich aber auch ein Backend, also sprich, irgendwo gibt es Technologie, wie das Ganze auf dem Server läuft. Also wenn ich jetzt beim Flughafen Nürnberg meine Kreditkartendaten eingeben kann und da dann meinen Parkplatz verbuchen kann, ist das eine Sache, die halt Programmierung erfordert. Das ist Technik. Und das Schöne ist, dass es eben für diese Programmierung auch wiederum fertige Frameworks gibt. Es gibt natürlich tausende von Programmiersprachen und Dingen, die man verwenden kann, um eine Website zu bauen, aber auch da gilt wieder, das eine geht halt schneller und das andere geht langsamer. Schauen Sie sich zum Beispiel Technologien wie Java oder ähnliches an, das ist Technologie, damit kann man natürlich eine Website bauen, dann wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Navigationssystem von Ihrem Auto betrieben. Das heißt, es ist eine relativ generelle Technologie, was jetzt erstmal nicht schlecht ist, heißt aber auf der anderen Seite auch, dass sie nicht unfassbar auf Web optimiert ist. Das heißt, Sie müssen sehr viel dafür tun, um genau diese Web-Optimierung hinzukriegen. Es gibt aber auch eben Frameworks, Programmierframeworks, die darauf zugeschnitten sind, damit man möglichst schnell Erfolg im Web haben kann. Und das bedeutet eben auch dynamische Funktionen in Ihrer Website zu realisieren, eben solche Integrationen in Ihre Backend-Systeme, Bestellprozesse. Wir sehen zunehmend auch Websites, wo Sie, was man vielleicht früher Extranet nannte oder ähnliches, wo auch E-Commerce-Funktionen wichtig werden, wo Sie halt für Ihre Zulieferer oder Kunden oder ähnliches Bestellmöglichkeiten für Dinge anbieten. Selbst wenn das noch nicht mehr physische Dinge sind, selbst solche Dinge wie Dokumentenwarenkörbe oder ähnliches, wenn Sie komplexe erklärungsbedürftige Produkte haben, Maschinenhersteller, da sehen wir das zum Beispiel relativ häufig. Wie gesagt, auch dafür gibt es für die Entwicklung dieser Technologie Frameworks und standardisierte Komponenten, die auch wieder alle kostenlos, alle Open Source sind, also man muss sie nutzen, das Glück liegt so nahe auf der Straße, es kostet noch nicht mal was. Und das modernste Framework, was auch wir nutzen und was eigentlich weltweit nach wie vor das Framework ist, was man für moderne Web-Applikationen verwendet, heißt Ruby on Rails. Ruby on Rails ist eine Open-Source-Technologie, Ruby ist die Programmiersprache, dazu Rails das Framework, gibt es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, also Ruby wurde irgendwann in den 80ern erfunden. Viele große moderne Websites basieren drauf, sehr viel von beispielsweise Twitter selbst basiert drauf, Websites wie Xing basieren drauf, Teile von Flickr basieren drauf und so weiter. Also das ist halt auch in sehr großen Umgebungen erprobt und das ist sozusagen jetzt keine neue Hacker-Nerd-Technologie, die gerade neu aufgekommen ist, sondern das gibt es schon relativ lange. Also die letzte Konferenz, auf der ich war in Kansas City, darüber hatte 1200 Teilnehmer, also die aus aller Herren Welt, aus der ganzen Welt kamen. Also das ist wie gesagt zum Beispiel ein Open-Source-Framework, was nehmen kann. Der große Vorteil, den Sie dort haben, ist, dass es dort für sehr viele Standardanforderungen auch standardisiert gelöste Probleme gibt. Also beispielsweise, Sie wollen, dass sich jemand auf Ihrer Website einloggen kann. Da ist es halt inzwischen
quasi fast Standard, dass man eben neben Login und Passwort auch anbietet, dass man sich mit Facebook anmelden kann oder mit Twitter und ähnliches. Das ist eine sicherheitsrelevante Geschichte. Wenn Sie anfangen, das zu programmieren oder die Agentur das programmieren zu lassen, na dann Prost, also Sie machen garantierten Fehler dabei. Es ist ein komplexes Protokoll, was dahinter steht. Für alle, die solche Anforderungen gibt es dort bereits fertigte, vorgefertigte Daten oder Module. Beispielsweise auch, wenn es wirklich um Payment geht, also wenn es darum geht, wirklich Zahlungen zu haben. Da wird es dann halt auch nicht mehr lustig, wenn es nicht richtig funktioniert. Und da gibt es eben Dinge, die bei vielen, vielen, vielen Tausenden von Kunden im Einsatz sind und gut funktionieren und eben standardisierte Komponenten sind. Ein weiterer Aspekt, der dabei auch wichtig ist, ist Qualität. Denn wenn wir jetzt tatsächlich nicht mehr nur über Design reden, also wo man sagt, na, ist der Button halt mal blau und nicht grün, ist zwar nicht schön, aber geht die Welt nicht von unter. Wenn der Code halt nicht funktioniert und mein Parkplatz nicht gebucht werden kann, dann ist halt doof. Und um Qualität zu erreichen, gibt es Methodiken in der Softwareentwicklung schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und das ist einfach Testing. Man kann diese Funktionen automatisiert testen und das ist deswegen wichtig, dass man das auch bereits in seinem Projekt geistig mit einkalkuliert, dass man eben standardisierte Testtechnologien hat und das bietet eben dieses Framework, wo man sagen kann, okay, ich kann mir jederzeit sicher sein, dass meine Buchung auf der Website für den Parkplatz funktioniert, weil es gibt einen automatisierten Test, der dort jedes Mal, wenn irgendwas an dem Code verändert wird, abgefahren wird und mir mit hundertprozentiger Sicherheit sagt, ja, deine Website ist heil. Also man kann sozusagen auch per Definition eine heile und nicht kaputte Website haben. Und das ist natürlich bei solchen Technologien sehr wichtig. Also wie gesagt, integriertes Testing ist wichtig. Ich werde da auch gleich nochmal genauer darauf einkommen, wenn ich weitere Cloud-Tools vorstelle. Im Zusammenhang mit diesen Frameworks gibt es natürlich auch jede Menge Tools, die dann diese ganze Entwicklungsprozesse unterstützen. Es gibt das wahrscheinlich bekannteste Tool, was GitHub heißt. GitHub ist quasi ein zentrales Repository, wo man seinen Applikationscode im Endeffekt hochladen kann und verwalten kann, was sehr gut geeignet ist, wenn Sie sehr viele Leute haben, die daran arbeiten, also beispielsweise Ihre Agentur, die daran arbeiten, noch ein weiterer Dienstleister und Leute von Ihrer IT selbst, dann können die alle verteilt entsprechend an diesem Code arbeiten. Jeder kann nachvollziehen, was wer gemacht hat. Dort gibt es dann zum Beispiel Prozesse wie Vier-Augen-Prozesse, wo sichergestellt wird, dass wenn jemand Erweiterungen an der Website baut, dass jemand anders sich diesen Code nochmal anschauen muss, um halt auch eine humane Qualitätssicherung sozusagen da sicherzustellen. An diese Tools kann man dann auch wieder automatisierte Testing-Tools anbinden. Ich hatte schon bereits angesprochen, dass man den Code automatisiert testen kann. Das ist ein Toolset, was wir dort verwenden, das heißt Travis CI, was eben automatisch, sobald jemand irgendetwas am Code einer unserer Websites ändert, diese Tests abfährt und mir sagt, sorry, du hast gerade was falsch gemacht, wenn du das jetzt in Produktion nehmen würdest, wäre deine Website kaputt oder eben auch nicht und das kann ich rausfinden. Es gibt aber sogar auch Tools, und das ist eigentlich ganz cool, die man dort integrieren kann. Percy.io ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, die sogar visuelle Tests machen. Das heißt, die schauen sich an, hat sich Ihre Website denn visuell geändert, wenn Sie jetzt neuen Code ausrollen? Das ist natürlich schwierig, weil Sie können ja nicht bei tausenden von Seiten jedes Mal, wenn Sie irgendwas ändern, alles durchklicken, aber das wird wahrscheinlich jeder von Ihnen schon mal gehabt haben. Man guckt, sagt, sag mal, das Logo, das ist doch jetzt aber irgendwie, das war doch vorher rechtsbündig und nicht mehr linksbündig. Und das kann halt passieren, weil eben auch diese ganze Webdesign-Technologie heutzutage sehr, sehr komplex ist. Und selbst da gibt es eben Tools, wo man sich dann merkt, wie sah die Website aus und automatisiert meldet, ob sich dort was verändert hat. Und das ist, wie gesagt, relativ komplex, weil Browser das ja unterschiedlich rendern. Laptops haben sowas wie Anti-Aliasing, dass die Fonts besser aussehen. Das ist dann aber noch nicht automatisch eine Veränderung und ähnliches. Also auch da gibt es Technologien aus der Cloud, die Ihnen helfen, dort die Qualität hochzutreiben. Das heißt, was im Frontend gilt, was ich über HTML5 und CSS gesagt habe, gilt auch im Backend. Nutzen Sie standardisierte Frameworks, die es Ihnen ermöglichen, dort die Programmierung auf ein einheitliches und erhöhtes Level zu bringen und die damit einhergehenden Tools, was vor allem auch Testing sicherstellt. Das Lieblingsthema dazu ist dann jetzt der Betrieb der Eichen-Website. Und da wird es dann eben richtig interessant. Deswegen habe ich ein Zitat von mir selbst hier einfach mal eingeführt. Und ich sage, die Leistungsfähigkeit von cloudbasierten Websites ist in-house nicht wirtschaftlich zu erzielen. Sie werden es nicht schaffen, eine featurereiche, komplex integrierte Website in-house zu betreiben, ohne die Nutzung von Cloud-Diensten. Warum ist das so? Oder ich will Ihnen auch einfach zeigen, was Sie dort für Möglichkeiten haben. Das eigentliche Versprechen der Cloud ist im Endeffekt, die IT von den
blöden Day-to-Day-Tasks zu befreien, was man halt so machen muss, wie Backups oder ähnliches. Also niemand gibt ihnen einen Preis dafür, dass sie ein Backup von ihrer Website-Daten machen. Ist halt bloß blöd, wenn sie weg sind, sie kein Backup haben. So. Das ist aber erst immer was, was auffällt, wenn es weg ist. Man muss es auch machen, man muss es im Projekt berücksichtigen, aber es ist einfach rausgeschmissenes Geld, in dem Sinne, solange sie, wenn sie es nie nutzen. Und das Versprechen der Cloud ist eigentlich, und da liegt auch das große Kostensparpotenzial. Durch die Cloud wird nicht alles automatisch einfacher oder durch Nutzung von Cloud-Diensten oder es ist auch nicht mehr, dass sie Zero-Administration haben, das ist auch Quatsch. Aber es bewegt sich. Also wenn jetzt der blaue Balken ist, den realen Nutzen, den sie im Projekt bauen, und der rote Balken ist, was sie in Entwicklung, Verwaltung, Bestellung und zwar auch monetär im Endeffekt reinstecken, ändert sich das einfach mit der Cloud. Natürlich haben sie auch Aufwand, wenn sie Cloud-Dienste verwenden. Sie müssen die konfigurieren, müssen die orchestrieren, sie müssen die zusammenbringen, miteinander integrieren. Das ist alles nicht einfach. Also ich will nicht sagen, das ist jetzt alles nur noch Click and Play. Aber sie haben eben mehr Zeit im Projekt, um sich um ihre eigentlichen Nutzfeatures zu kümmern. Und wenn sie dabei dann 30-40% mehr Produktivität rauskriegen, finde ich das an sich schon eigentlich ziemlich gut. Also sprich, wenn sie auf die Idee kommen oder irgendwo sehen, dass Server gekauft werden, ist das auch eine schlechte Idee. Dann hat ihr Projekt eigentlich schon verloren. Also Beschaffungsformulare für Server sind böse. Was ist das Versprechen oder was haben wir an cloud-basierten Infrastrukturen? Ganz klar, jeder wird sagen, ah ja, das ist irgendwie skalierbar, das hat man schon mal gehört, das funktioniert dann irgendwie ganz gut. Ganz klar, Skalierbarkeit ist ein wichtiger Punkt. Jetzt werden viele sagen, ja, aber ich habe konstant eigentlich den gleichen Traffic auf meiner Website, ich brauche überhaupt keine Skalierbarkeit. Das mag sein, obwohl ich das selten bei Websites so gesehen habe, also lassen Sie sich mal von Spiegel Online verlinken, dann wollen wir mal sehen, wie das mit Ihrem Traffic ist, aber Automatisierung ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Es werden in IT-Web-Projekten ganz, ganz viele Dinge einfach nach wie vor händisch gemacht von Hand. Da werden Prozesse oder eben solche blöden Sachen wie ein Backup von einer Datenbank, die werden manuell immer und immer wieder neu geschrieben und das kostet alles Geld, Zeit und Aufwand, funktioniert im Zweifelsfall noch nicht mal richtig. Diese ganzen Dinge zu automatisieren, schnell zu bereitstellen und quasi aus einem großen Toolkit, aus einem großen Baukastenset die eigentlichen Dinge auszuwählen, das auch noch in einer sehr erhöhten Sicherheit ist, das eigentliche Versprechen von Cloud-Diensten. Unser Cloud-Provider oder Infrastruktur-Provider der Wahl ist Amazon Web Services, weil wir denken, es sind die Besten, die das tun. Es gibt auch noch andere natürlich, die das tun, wie jetzt Microsoft oder ähnliche. Die sind jetzt auch nicht schlecht dadurch. Amazon halten wir persönlich nur für die Besten, weil einfach die Agilität, in der sie neue Möglichkeiten oder Technologien rausbringen, alle anderen Leute am Markt schlägt. Amazon hat in den letzten 5 Jahren 1200 neue Funktionen rausgebracht, davon allein 500 im letzten Jahr. Also vom Big Data Warehouse bis hin zu Bereitstellung von Sicherheitszertifikaten für HTTPS gibt es dort halt ein sehr breites Toolset. Und der eigentliche Witz fängt schon damit an, dass sie eben damit zum ersten Mal eine wirklich globale Infrastruktur haben. Amazon funktioniert so. Die Technologien, und das gilt für die meisten anderen Cloud-Infrastruktur-Provider auch, ist aufgeteilt in sogenannte Regionen. Eine Region ist typischerweise irgendwo geografisch besiedelt. Das mag irgendwo in der Ostküste oder Westküste USA sein, das mag in Australien sein, das mag in Frankfurt beispielsweise sein, also in Europa, in Singapur oder wo auch immer. Und in diesen Regionen werden dann sogenannte Verfügbarkeitszonen gebaut. Eine Verfügbarkeitszone würde man heutzutage übersetzen eigentlich mit ein Rechenzentrum. Das heißt, wenn Sie also hingehen und beschließen, wie beispielsweise hier in Frankfurt, wir machen jetzt eine Region auf, heißt das, Sie bauen dort mindestens 2, häufig auch 3 oder mehr eigene Rechenzentren, die aber ganz genau gleich aufgebaut sind und alle genau die gleichen Dienste anbieten. Trotzdem sind die beispielsweise räumlich voneinander getrennt, haben ihre eigene Stromversorgung, haben ihre eigenen Internetanschlüsse und sind aber untereinander mit extremer Highspeed verbunden. Also die Latenzzeit ist unter einer Millisekunde typischerweise zwischen diesen Rechenzentren. Das führt eben dazu, dass zum Beispiel dieser Effekt wie meine Website ist weg, weil wir hatten einen Stromausfall im ganzen Rechenzentrum, einfach nicht mehr passiert. Weil sie ihre Website nicht nur in einem Rechenzentrum laufen haben, sondern per Default, standardmäßig, fährt man diese Maschinen, die man hat, in mehreren Rechenzentren in der gleichen Region hoch. Und allein das schon sollte ein Grund sein, in die Cloud zu gehen, weil Rechenzentren fallen aus. Das weiß jeder. Und auch Amazon sagt nicht, dass ihre Rechenzentren nicht ausfallen. Das kann jedem passieren. Da ist auch nicht jemand dran schuld oder das sind deswegen nicht schlechtere Techniker oder ähnliches. Es gibt einfach Dinge, die sie nicht vorhersehen können. Und auch bei Amazon. Aber automatisch sind eben diese Maschinen, die sie dort betreiben, verteilt.
sie sind eben nicht nur physisch an einem Ort. Und besonders interessant wird es dann, wenn sie eben auch wirklich Kunden weltweit haben. Ich würde sagen, nahezu alle unserer Kunden sind global. Wir hatten schon gehört, gut, nicht mehr Export-Weltmeister, sondern noch Platz 2. Trotzdem, sie haben eben Kunden auch in Amerika. Und zum Beispiel, als ich zum ersten Mal in Japan saß und Websites von unseren Kunden abgerufen haben, die eben noch nicht cloud-basiert sitzt und sie dann irgendwie 2 Minuten auf ein Video warten, das ist halt nicht toll. Das ist einfach schlecht. Und das wird typischerweise auch nicht getestet, weil die Leute halt eben in Deutschland sitzen und nicht in Japan. Von daher, allein die Möglichkeit, dass sie sagen können, wenn ich jetzt weltweit Kunden habe, dass ich in diesen weltweiten Regionen einzelne Webserver hochfahre für vergleichsweise minimale Kosten, ist schon einfach eine unfassbare Möglichkeit, um ihre Website, sie erinnern sich, Geschwindigkeit ist wichtig, es ist ein Ranking-Faktor bei Google, nah an ihren Kunden zu bringen. Dabei ist es aber wichtig zu verstehen, dass Cloud nicht Hosting ist. Das ist die große Misskonzeption, dass alle denken, naja, Cloud heißt einfach nur, ich kann mir irgendwo Server mieten. Das ist Quatsch. Der eigentliche Witz an den Cloud-basierten Diensten ist, natürlich können sie sich dort auch Server mieten und das ist sicherlich auch ein großer Teil des Ganzen. Aber, dass sie eben viele andere Dienste haben, Baukasten, Komponenten, aus denen sie sich dann ihren individuellen Dienst zusammenbauen können. Das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Ich habe mal die wichtigsten Dienste ernannt, die wir nahezu in jedem Projekt verwenden. Die haben alle schräge Namen, ich erkläre die aber zum Teil. Das fängt schon an mit Route 53, das ist deren DNS-Dienst, der Domain-Name-Service-Dienst. Ein Domain-Name-Service sorgt dafür, dass wenn Sie www.spiegel.de eingeben, dass das in die passende IP-Adresse übersetzt wird, also 138.17.32.14, weil sich das niemand merken kann. Das heißt aber auch, dass das der wichtigste Dienst an Ihrer ganzen Website ist. Und wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen noch nie mal was davon gehört oder wissen geschweige denn, wo dieses Ding steht. Wenn der ausfällt, ist Ihre Website aber weg. Gar nicht, egal wie viele Server Sie haben und egal wie viele Datenbanken. Ihre Website ist einfach down, wenn der DNS down ist. Geschweige denn, noch schlimmer wird es, wenn dort falsche Daten drinstehen, weil diese Anfragen so wichtig sind, werden die weltweit gecached. Das heißt, wenn Sie immer was Falsches reinschreiben, kriegen Sie das weltweit die nächsten 17 Stunden garantiert nicht mehr raus. Das heißt, auch wenn Sie sich auf den Kopf stellen, Ihre Website wird 17 Stunden lang unerreichbar sein. Amazon 53 ist beispielsweise ein Dienst, wo Amazon 100%ige Verfügbarkeit garantiert. Übrigens der einzige Amazon-Dienst, wo Sie sagen, zu 100%. Das heißt, Sie sagen, er ist einfach immer da. Und das hat eben auch zum Beispiel Möglichkeiten, wo Sie sagen können, Sie können rausfinden, wo kommt eigentlich die Anfrage von dem Menschen her, der auf meine Website zugreifen möchte und können die sogar in entsprechende globale Regionen leiten. Das heißt, wenn jetzt ein Amerikaner auf die Website zugreift und wir Sie zum Beispiel keine so eine Top-Level-Domain-Strategie verwenden, wie wir das gerade im SEO-Vortrag gehört haben, sondern eigentlich alles die gleiche Website ist, können Sie den trotzdem auf eine andere Maschine leiten und das ganz automatisch. Fragen Sie mir Ihre eigene IT, ob die das kann. Dann natürlich können Sie, EC2 ist der Dienst, wo Sie Maschinen betreiben, der aber auch eben wiederum ein sogenanntes Load Balancing hat. Das heißt, die Anfragen werden automatisch zwischen beliebig vielen Maschinen, die Sie in der Welt betreiben, verteilt. Optimalerweise mindestens 2, wenigstens in Deutschland, damit halt, wenn die eine Maschine ausfällt und damit das eine Rechenzentrum, eben das andere Rechenzentrum auch erreichbar ist. Wenn Sie diese Dienste alle miteinander verwenden, dann kriegen Sie davon gar nichts mit, dass irgendwelche Rechenzentren ausfallen, sondern diese Anfragen werden automatisch in Sekundenschnelle umgeleitet auf die richtigen Dienste. Dann gibt es eben Dinge natürlich wie Autoscaling, wo dafür gesorgt wird, dass wenn Ihre Anfragen hochgehen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit das ist, automatisch Ressourcen nachgeschaltet werden in Ihren Maschinen, dass Ihre Website immer erreichbar ist. Und das können verschiedene Gründe sein. Das kann auch im Endeffekt ein Distributed Denial of Service Attack, also sprich ein Sicherheitsangriff auf Ihre Website sein. Jetzt können Sie sagen, ist halt blöd, aber Sie können haben, also Amazon hat genügend Ressourcen, um da halt standzuhalten. Das heißt, dann fahren Sie halt für meinetwegen 3 Stunden 50 Maschinen hoch. 100, das ist überhaupt kein Problem. Und das kostet Sie 10, 20 Euro vielleicht höchstenfalls. Und auch nachts, wo die IT nicht ein Beschaffungsformular ausfüllen kann für die nächsten 100 Server. Also ganz wichtiger Dienst. Das Ganze kann, wie gesagt, automatisiert werden. Auch sehr wichtiger Dienst dabei beispielsweise Amazon CloudFront, was ein Content Delivery Network ist. Immer mehr Content wird Video und auch da wieder Geschwindigkeit zur Auslieferung der Website ist entscheidend. Es kommt dort auf Sekunden oder sogar auf halbe Sekunden an. Amazon CloudFront sorgt beispielsweise dafür, wenn Sie Inhalte auf Ihrer Website haben, PDF-Dateien, Bilder, eben aber vor allem Videos, HD-Videos, hochauflösende, dass diese nicht nur
in einer Region gehalten werden, wie beispielsweise in Frankfurt, sondern weltweit verteilt werden, und zwar nicht nur auf diese 3, 4 Rechenzentren, sondern an sogenannte Edge-Locations. Das heißt, da stehen nochmal komplette Kopien ihrer Inhalte möglichst nah an den jeweiligen Providern dran. Also in Deutschland dann wahrscheinlich T-Online und in Amerika AT&T oder wo auch immer. Davon gibt es 53 weltweit. Das ist eine Sache, die kann ihre Inhouse-IT gar nicht leisten. Sie können nicht 53 verschiedene Edge-Locations der Welt aufbauen, bloß weil sie ihr Homepage-Video irgendwie schnell ausliefern wollen. Und das sind Dinge, die funktionieren eben automatisch, wenn Sie diese Funktion nutzen. Neben den reinen Nutzfunktionen, ich kann ja stundenlang weiter erzählen, wenn Sie interessiert, kommen Sie später zu mir. Neben den reinen Nutzfunktionen ist auch der Aspekt der Sicherheit ganz, ganz wichtig. Im IDC 2014 Survey kam rüber, dass über 60% der Leute einem Cloud-Provider mehr Sicherheit zutrauen als einer in-house verwalteten IT. Natürlich liegt das daran, dass diese Leute halt Milliarden von Maschinen verwalten und dass sie halt mehr Zertifizierungen haben, als ich überhaupt die Namen davon verstehe und kenne. Aber es liegt auch daran, weil ich dort verschiedene Dienste habe, wie ich frühzeitig auf Bedrohungen oder auf Sicherheitsangriffe reagieren kann. Beispielsweise gibt es bei Amazon die Möglichkeit, Sie können erstmal grundsätzlich alles einem sogenannten virtuellen Netzwerk fahren, VPC. Das bedeutet, dass Ihre Server physikalisch gar nicht am Internet direkt dran sind, sondern eben die ganzen Anfragen über andere Dienste weitergeleitet werden. Es gibt Dienste wie AWS Config und CloudTrail, wo Sie jedes Mal eine Notifikation bekommen, wenn irgendjemand auch nur Details an Ihrer Konfiguration verändert. Sie werden proaktiv von dem Dienst informiert, wenn irgendjemand irgendeine Änderung vornimmt, und können dann eben entscheiden, ist das sozusagen gut oder schlecht. Es gibt Dienste wie Amazon Cognito, wo Sie Nutzerverwaltung aussagen können, um Dinge wie beispielsweise Passwörter und Ähnliches zu entgehen. Wir erinnern uns an den GAU, dass mit LinkedIn, selbst denen ist das passiert. Es gibt den Amazon Certificate Manager. Wir hatten gehört, Verschlüsselung, also HTTPS für Ihre Website ist wichtig. Ich habe schon so viele Kunden gesehen, sogar auch inklusive unserer eigenen Website, wo die Leute einfach vergessen haben, diese Zertifikate zu verlängern. Das muss man jedes Jahr machen und da denkt niemand dran. Das macht Amazon beispielsweise vollständig automatisch. Sie sagen einfach nur, jetzt verschlüsseln, 2 Klicks und that's it. Es gibt die WAF, die Web Application Firewall, wo quasi Ihre gesamten Requests, also alle Anfragen aus dem Web, gar nicht direkt bei Ihrer Applikation ankommen, sondern erstmal vorgefiltert werden durch eine eigene Schicht, die eben rausfindet, ist das ein Angriff, der dort erfolgt? Kommen dort von einer Adresse ganz viele gleichzeitige Anfragen? Sind das typische schräge URLs, die wahrscheinlich eher Ihre Datenbank knacken wollen und Ähnliches? Da gibt es also ganz, ganz, ganz viele Dienste, die dafür helfen, diese Sicherheit nach oben zu bringen. Davon abgesehen gibt es natürlich nicht nur Amazon, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Tools, die wir dort verwenden, um auch das Monitoring, also sprich den eigentlichen Betrieb Ihrer Website sicherzustellen. Da gibt es eben Dienste wie beispielsweise New Relic, was wir verwenden. New Relic sorgt dafür, dass Sie rauskriegen können, wie schnell denn, also wo die Performance drauf geht, wenn eine Seite langsam ist. Erstmal wissen Sie dadurch, dass eine bestimmte Seite langsam ist, wo denn die Performance drauf geht. Wird die Website langsam im Browser gerendert? Ist Ihre Datenbank langsam und Ähnliches? Das sind alles ganz, ganz, ganz wichtige Analysen, wenn Sie rauskriegen wollen, meine Website von der Geschwindigkeit muss schnell sein. Genauso Dienste wie Pingdom oder Ähnliches, wo aus Hunderten von Servern der ganzen Welt, in der ganzen Welt die Geschwindigkeit Ihrer Website gerade abgefragt wird. Wenn also jemand anruft oder sagt, meine Website ist langsam, das kann durchaus sein, weil vielleicht gerade die Verbindung von T-Online langsamer ist als die von Kabel Deutschland, aus verschiedenen Internet-Routing-Gründen. Alles das können Sie dabei rauskriegen, bis hin zu Diensten wie Geckoboard, wo Sie, das ist zum Beispiel unser Büro, wo über alle solche Fernseher rumhängen, wo wir solche Daten dann auch visualisieren können und jederzeit sehen, sind unsere Dienste alle verfügbar, wie sind die Kurven, funktioniert alles, läuft alles, und zwar eben für uns, für unsere Kunden und die Dienste, die wir entsprechend anbieten. Wenn Sie übrigens mal in Berlin sind, kommen Sie bei uns vorbei, Kaffee schmeckt exzellent. Last but not least gibt es dann eben auch Cloud-Dienste, und damit will ich ein bisschen zum Ende kommen, mit denen Sie dann auch nicht nur Analyse betreiben können. Ich glaube, Google Analytics wurde genügend besprochen, brauchen wir nichts weiter darüber sagen, setzen wahrscheinlich die meisten auch von Ihnen ein. Aber es gibt eben auch Dienste, wie Sie das ganze Social Media Management, da werden wir auch später noch mal einiges drüber hören, verbessern können, beispielsweise Dienste wie Hootsuite oder eben Dienste wie Intercom, was so momentan der heiße Dienst ist, wo Sie
direkt auf ihrer Website mit wenigen Zeilen Code quasi so eine Art Möglichkeit zur Konversation mit ihren Kunden aufbauen können, wo die Leute direkt mit ihnen Kontakt aufnehmen können, und zwar sowohl von mobilen Plattformen wie auch von Desktop-Plattformen aus, und ihnen Fragen stellen können. Und die Zahlen zeigen, dass einfach viel mehr die Leute die Möglichkeit nutzen, direkt eine Frage zu stellen, statt irgendwo eine Kontaktseite rauszusuchen, eine E-Mail-Adresse zu finden und Ähnliches. Alles das sind Dienste, das sind cloudbasierte Dienste, die können Sie in Ihrem Projekt sich wie einen Baukasten einfach dazu wünschen und in Ihre Website integrieren. Und das ist es auch, was Sie im Endeffekt tun sollten. Bedeutet, Sie brauchen eine starke Infrastruktur dahinter. Da brauchen Sie eben Provider wie Amazon, meinetwegen auch Microsoft Azure, was auch immer. Aber bitte nicht versuchen, selber zu bauen. Wird nicht so gut. Sie brauchen jedenfalls noch weitere cloudbasierte Monitoring-Tools, mit denen Sie besser verstehen, ist Ihre Website schnell, ist sie langsam, wo sind Probleme, und eben das schneller merken als Ihre Kunden. Und möglicherweise sogar neue Formen der Kommunikation mit Tools wie Intercom, wie ich das gerade gezeigt habe. Zusammengefasst gibt es, wie gesagt, diese vier Bereiche, die müssen alle stimmen. Das Projektmanagement muss richtig sein. Wenn Sie schon vorher wissen, wie Ihr Projekt aussieht, dann können wir uns die ganze Diskussion über agile Dienste auch sparen. Sie müssen das im Projekt entwickeln und durch iterative Methoden Ihre Website kontinuierlich verbessern. Der Relaunch ist ständig da. Und Sie müssen Projektmanagement-Methodiken haben, darauf einzugehen. Sie müssen Designmöglichkeiten haben, wie Ihre Website auf einem modernen Fundament steht, wie Sie Responsive Webtime beispielsweise realisieren können, damit Sie eben mobile Endgeräte drin haben und damit Ihr Ranking bei Google auch funktioniert. Sie müssen Entwicklungsmethodiken und Techniken haben, wie beispielsweise das Ruby on Rails Framework, aber auch ein Content-Management-System, was eben dann solche Dinge wie Responsive Web Design wieder unterstützt und eine entsprechende Modularität bietet. Und last but not least eben einen soliden Betrieb, wo Sie sich aus vielen verschiedenen Möglichkeiten ein bisschen zu Aspekten der Sicherheit Sachen aus der Cloud aussuchen können. Und das ist, wie gesagt, die Schlüsseltechnologie zum modernen Web-Relaunch. Sie brauchen Cloud-basierte Dienste, sonst wird es nichts. Die Ressourcen, die Sie dort haben, die Auslandsoptimierung, die Verfügbarkeit, das können Sie einfach niemals schlagen, wenn Sie es versuchen, selbst zu machen. Deswegen gilt, moderne Websites gehören in die Cloud, ganz wichtig. Aber auch ganz klar, Sie haben gesehen, es gibt tausende von Möglichkeiten, was Sie alles machen könnten. Wenn Sie nicht einen richtigen Partner haben, bleibt auch die Cloud ein Baukasten. Und Sie müssen wissen, wie Sie diese Dienste zusammenstöpseln, welche Sie davon nehmen wollen und wie es funktioniert. Das heißt, hier sind genügend Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Wir, unsere Partner, die Sponsoren hier, sprechen Sie die an. Wir helfen Ihnen weiter. Damit möchte ich zum Ende kommen, wenn noch Zeit für Fragen sind. Ich habe mir ausgedacht, für jede Frage gibt es ein süßes Katzenfoto. Deswegen stellen, ich habe sehr viele Katzenfotos dabei, stellen Sie Fragen. Vielen Dank.